Und damit mal wieder herzlich willkommen bei Amnesia. Aber dieses Mal sind wir nicht in Amnesia The Dark Descent, sondern heute spielen wir Amnesia Justine, die Erweiterung, das Add-on zu Amnesia The Dark Descent. Und wir haben gerade schon am Anfang gelesen, Death is final, nothing will be saved. Das heißt, der Tod ist das Ende, nichts wird gespeichert. Das hört sich ja super an. Okay, wir starten mal direkt ein neues Spiel, Amnesia Justine. Und schauen mal, in welche Welt wir hier jetzt rein katapultiert werden, was hier jetzt los ist, was jetzt unsere Aufgabe ist. Und so ungefähr habe ich schon einen kleinen Plan von Justine, aber im Gegensatz zu The Dark Descent ist Justine bei mir komplett blind. Ich habe keinen Plan, worum es da geht, was man da genau machen muss. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass man Menschen retten kann oder... muss, sollte, wer weiß, vielleicht auch nicht, vielleicht lassen wir sie auch sterben. Mal sehen. Na, das fängt ja schon super an. Aber wie gesagt, Justine ist für mich 100% blind. Was steht denn, was zur Hölle? Das sind aber nicht die normalen Amnesia-Monster. Aber das geht ja hier direkt 100% los. Wir haben mal keine Einführungsphase, wir werden direkt von einem Monster beobachtet hier in unserer kleinen Gefängniszelle. Ist natürlich wunderschön, dieser Ausblick. Man wacht auf und guckt direkt in so eine hässliche Fratze. Da freut man sich doch gleich, dass man aufwacht. Okay, was haben wir hier? Unsere kleine Gefängniszelle mit unserem Bettchen, wo wir anscheinend gerade draufgelegen haben. Und was ist das hier? Ah, das können wir drehen. Anscheinend wird es dann angeworfen. You are now listening to the sound of my disembodied voice. It will serve you no purpose to look for me, for this is a voice from the past. I bid you welcome to my cabinet of perturbation. It is my study of the human psyche, specifically yours. A set of recordings have been prepared to chaperone you through the chambers ahead. There are a few parts to this study, and it is up to you, not only to pass, but to figure out what elements are important. Please go on. Move into the next chamber. Just remember, they can all be safe. There is always a way. Alles klar. Wir haben anscheinend in so eine Aufgabe gerade bekommen und in den nächsten Kammern, in die wir gelangen werden, sind auch solche... Wie heißt die Dinger? Grammophon, oder? Es sind auch solche Grammophone, nenne ich sie jetzt mal. Ich glaube, dass sie so heißen. Ich weiß es nicht genau. Ich bin dämlich. Jedenfalls werden uns dadurch Aufgaben oder so erteilt, die uns durch die Kammern bringen werden, um uns zu sagen, was wir tun müssen, wo uns unser Weg lang führt. Und es ist abgeschlossen. Oh. Ah. Sieh mal einer an. Haben wir auch gleich eine Lampe aufgehoben. Aber wir haben kein Öl. Wir haben kein Öl. So, wir sind ganz vorsichtig hier. Denn wie wir wissen, geht es hier in Justine um einiges härter zu als in The Dark Descent. Uns wird hier um einiges härter zugesetzt als unserem lieben Daniel. Deswegen sind wir ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Oh, da kommt einer. Ich höre ihn doch. Ich habe Kettenrasseln gehört. Oh mein Gott. Und wie wir hören, haben wir kein Lampenöl. Überhaupt kein Lampenöl. Oh, was ist denn hier los? Amnesia Justine. Gefällt mir überhaupt nicht. Hier unten kann man in die Zelle reinschauen. Ich höre hier diese Viecher. Sie streuen an hier rum. Sie wollen mich kriegen. Oh. Ah, die müssen wir ziehen. Und wir machen sie hinter uns zu. Bleiben mal bei unseren alten Dark Descent-Manieren. Und verschließen alles hinter uns. Selbstverständlich nur zu unserer eigenen Sicherheit. Können wir das da aufheben? Nee. Was ist das hier? Nichts von Bedeutung offenbar. Oh, guck mal, eine Geige oder eine Violine oder was das ist. Und hier haben wir mehrere Gefängniszellen. Die untersuchen wir mal alle, mal schauen,
Vielleicht finden wir ja auch ein wenig Öl. Ja, das hört sich hier alles nicht gerade einladend an, nicht gerade freundlich. Oh, da liegt einer. Da liegt einer. Den können wir bestimmt retten. Das ist ja eines unserer Ziele hier, die Menschen zu retten. Oh, da ist so ein Vieh, da ist so ein Vieh. Oh, scheiße. Was ich gerade sagen wollte, das ist ja eines unserer Ziele, diese Menschen hier zu retten, möglichst wenige sterben zu lassen und selber nicht zu sterben, ist natürlich auch von Bedeutung. Moment, ich gucke mal kurz was nach. Man kann nicht speichern. Man kann in diesem Spiel nicht speichern. Also, äußerst vorsichtig sein. Nicht getötet werden. Das ist wichtig. Wo streunert denn unser kleiner Freund rum? Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Er ist, glaube ich, weggegangen. Da lang. Oh, hat direkt die Tür eingedrückt. Natürlich, warum auch nicht. Wie kommen wir hier jetzt weiter? Wir müssen schnell einen Ausweg finden, bevor das Vieh zurückkommt. So, hier drüben drin waren wir auch noch nicht. Ein Zettel. Und da steht, forgive me. Und was steht hier? Justine, my love. Ah, da hat jemand zu uns geschrieben, zu Justine, wenn wir denn Justine sind. Aber ich würde mal annehmen, dass wir Justine sind. Und hier ist das Monster eben rausgekommen und hat gesagt, er würde alles für uns tun. Er würde alles für uns tun. Wie kriegen wir jetzt diesen... Was macht dieser Hebel? Oh, da kommt dieses Ding da runter. Oh je. Aber da müssen wir anscheinend irgendwie einen Weg finden, wie wir ihn retten können. Aber wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das? Was müssen wir hier machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich will versuchen, ihn zu retten. Have you seen Justine? Man kann dieses Ding nicht wieder hochmachen. Wir müssen ihn irgendwie retten. Wir müssen ihn irgendwie befreien. Und wahrscheinlich müssen wir dafür nochmal nach hier hinten. Okay, vielleicht auch nicht. Hört ihr die Schritte? Oh, da kommt so ein Vieh. Verdammt nochmal. Und wir können nicht speichern, deswegen ist das alles... Wir müssen sehr vorsichtig vorgehen. Ich weiß nicht, wie ich ihn retten kann. Aber ich würde ihn gerne retten. Oh, da liegt noch ein Zettel. Moment, wir lesen ihn gerade mal. Ein neuer Plan. Okay, anscheinend etwas über diese Frau, von der wir eben diese Nachricht auf dem Grammophon gehört haben. Die hat auch gesagt, dass in jeder Kammer so ein Ding ist, was uns erzählt, was wir machen müssen. Oh Mann. Und wir müssen irgendwie diesen Typen hier retten. Aber wie machen wir das? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe absolut keinen Plan. Was ist das da oben? Sieht aus wie eine Falltür oder so. Mal sehen, ob die aufgeht. Mal sehen, ob wir die aufwerfen können. Ja!